Beim selektiven Lasersintern wird Pulver mit Hilfe eines Lasers geschmolzen und auf diese Weise Schicht für Schicht aufgebaut. Das Ergebnis sind dreidimensionale Objekte, die in nahezu jeder Form realisiert werden können. Mit diesem Verfahren lassen sich mechanisch belastbare Bauteile aus Kunststoff herstellen, die eine hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien aufweisen. Integrierte Funktionen wie beispielsweise Filmscharnieren und Rasthaken lassen sich gut abbilden. Und so sieht der Ablauf bei Protic aus. Sie laden Ihre Datei auf das Protic Webportal hoch und wählen dann Menge, Material sowie Finish aus. Unsere Software gliedert Ihre Datei in Scheiben und schickt diese an den Drucker. In diesem Verfahren wird ein Kohlendioxidlaser genutzt, um das Kunststoffpulver zu schmelzen. Das Material kühlt ab und erstarrt. Jeder Laservorgang produziert nun eine Schicht Ihres Objektes. Danach senkt sich das Pulverbett um eine Schichtdicke ab und eine Rakel oder Rolle verteilt neues Pulver auf der Bauplattform. Die Schichtdicken liegen je nach Auflösung und Anlage zwischen 0,05 mm und 0,15 mm. Der Vorgang beginnt von neuem, bis Ihr Objekt fertiggestellt ist. Nachdem es abgekühlt ist, wird das fertige Objekt aus dem ungenutzten, recycelbaren Pulver herausgenommen und gereinigt. Fertig! Natürlich können Sie Ihr Objekt auch in verschiedenen Farben herstellen. Diese werden dann im Nachgang durch ein Tauchverfahren oder durch Lackieren gefärbt. Objekte, die mit einem Laser-Sintering-Verfahren hergestellt wurden, sind langlebig und sind für vielfältige Einsatzgebiete interessant. Es können Objekte mit Maßen von 660 x 360 x 550 mm in einem Stück realisiert werden. Je nachdem, wie Ihr Wunschobjekt geschaffen sein soll, haben Sie bei Protic die Wahl zwischen mehreren Additive Manufacturing Verfahren. 3D-Druck von Protic. Präzise, schnell, zuverlässig.